Na, bist du froh, dass endlich dieses Jahr wieder vorübergeht? Hoffst du, dass 2023 alles besser wird? Schiebst du vielleicht sogar deine Eigenverantwortung weg, weil du dir denkst, ach, jetzt muss es wohl doch mal irgendwann besser werden? Glaubst du an bestimmte Sternenkonstellationen, die dich davor retten könnten? Glaubst du daran, dass du die Augen schließt und du wachst am anderen Morgen auf und du bist in einer neuen Zeit? In einer Zeit, in der all deine Probleme gelöst und gelöscht wurden. Ich muss dich enttäuschen, das wird nicht funktionieren. Es gibt so viele Menschen, wenn ich sie reden höre, die immer auf bessere Zeiten hoffen, die immer glauben, die bessere Zeit kommt noch, die immer glauben, dass irgendetwas da draußen sie retten könnte. Es gibt keinen Retter da draußen. Es gibt auch keinen Täter und keinen Opfer mehr, wenn ich mir bewusst werde, dass ich die Eigenverantwortung besitze und nach dieser lebe. Es ist an der Zeit, dass wir verstehen, dass wir ein bewusstes Leben leben dürfen. All das, was wir bewusst tun, all das, was wir bewusst entscheiden, ist Schöpferkraft. Egal, wie wir uns entscheiden und auch egal, welche Konsequenzen es hat. Doch wenn wir nicht entscheiden, dann entscheidet jemand anderer für uns. Dann beginnt die ganze Opfertyrannei. Und es ist so, dass wir durch diese ganzen vielen letzten Jahren und immer wieder großen Herausforderungen nicht das vielleicht erkannt haben, was uns die Botschaft eigentlich mitbringen wollte und wir vielleicht durch die Angst, die hochgekommen ist, uns noch mehr in Verstecken vergraben haben, dass wir unsere Emotionen noch mehr vergraben haben. Und neulich hat mich ein ganz wunderbarer Klient gefragt, wie ich glaube, dass die Zeit weitergeht, ob ich Angst habe. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe überhaupt keine Angst. Und ich gehe mit nichts in Resonanz, was mit diesen Angstnachrichten zu tun hat. Dass sie uns ausrotten wollen, dass nur noch schlimme Zeiten auf uns zukommen, dass die Zeiten hart werden würden. Keine einzige Zelle in mir spürt das. Und ich habe so viel Vertrauen in meine Intuition. Ich habe als Antwort gegeben, dass jeder Mensch, der jetzt seine Hausaufgaben macht und der bei sich zu Hause bleibt, und damit meine ich, seine innere Welt zu bewohnen beginnt, der braucht sich vor nichts fürchten. Der wird alle Ressourcen haben, sollte irgendwann eine kalte Zeit kommen, dass ich nicht glaube. Ich bin überzeugt, dass all das, was jetzt auf der Welt geschieht, seine Ordnung hat. Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch so viel beitragen kann, dass dieser Frieden hergestellt wird. Doch wenn wir immer im Außen suchen, wenn wir glauben, ach, da draußen wird sicher noch bessere Zeit nehmen oder jetzt wird Venus rückläufig oder jetzt kommt Mars und der wird mich retten oder dieses Räucherstäbchen wird mich retten oder der Politiker wird ein neues Gesetz rausbringen, der mich entlastet, dann sind wir auf einem Weg der Schwere, dann sind wir auf einem Weg, wo wir alle Macht und Kraft und Verantwortung abgeben und das wird uns Sicherheit nicht befriedigen. Und auch nicht zufriedenstellen und uns auch nicht wachsen lassen. Und wenn mir bewusst ist, dass ich bewusst wählen darf, dass ich bewusst jederzeit etwas dazu beitragen darf und kann, was mir ein schönes Leben bietet, dann brauche ich keine Angst zu haben von dem, was kommt. Es geht ums Urvertrauen. Es geht um die Heilung des inneren Kindes. Es geht um die Aussöhnung mit dem Vater, wo wir erst ganz ein schönes Seminar hatten. Und es geht darum, dass ich mir bewusst bin, dass ich ein Werkzeug bin, dass ich einen Beitrag leisten kann und dass ich immer bei mir beginnen darf. Ich habe das öfter schon gesagt, wir sind Flüchtlinge. Wir flüchten andauernd. Und vor allem flüchten wir von unseren Gefühlen. Wenn ein Gefühl unangenehm ist, gehe ich mich sofort ablenken. Wenn das wieder unangenehm ist, lenke ich mich weiter ab. Die Welt bietet uns enorm vieles. Und auch alle Menschen, die Prophezeiungen brauchen, die fast süchtig sind danach, was passieren wird die nächste Zeit, sei es über Medien, sei es über Nachrichten, sei es über Social Media, ist das ebenso ein Zeichen eines mangelnden Urvertrauens. Denn ich muss nicht wissen, was mit mir passiert,
Wenn ich im Vertrauen bin, dann weiß ich, dass ich meinen Weg einfach gehe, weil dieser Weg mir bestimmt ist. Doch wenn ich ständig hoffe, dass irgendwo eine Botschaft zu mir kommt, die mich beruhigt, dann fehlt es mir an Vertrauen. Und Vertrauen ist so ein wertvolles Gut. Und wie bekomme ich Vertrauen? Indem ich an mir arbeite, indem ich meine Vergangenheit aufarbeite, indem ich sie loslasse und indem ich sie ganz lösche mit der Zeit, indem ich vom Opfer in die Schöpferkraft gehe, indem ich wieder den Weg der Freude wähle und zu entdecken beginne, was macht mir überhaupt Freude? Indem ich das zu leben beginne, was mich widerspiegelt, indem ich aufhöre, einem Strom nachzurennen, indem ich Selbstliebe praktiziere und so vieles weiter. In vielen meiner Seminaren ist das immer ein Hauptaspekt. Wir werden immer mit der Erdung arbeiten, mit dem Vertrauen. Auch in meiner Jahresgruppe Spiritualität trifft Alltag kauen wir das dreimal mindestens das Monat durch. Doch es trägt Früchte. Also wenn du mit mir arbeiten möchtest, wenn du eine Ausbildung machen willst bei mir oder Seminar oder in dieser Gruppe sein willst, dann ist das ebenso eine Vorbereitung und ein Integrieren deines Urvertrauens, weil ich dich schule, dass du verstehst, dass alles seine Ordnung hat, dass du niemals einer Situation ausgeliefert bist und dass jedes Geschenk das beste Geschenk ist und dass die schönsten Geschenke, die wertvollsten, am unschönsten verpackt sind. Und deshalb lade ich dich ein, dass du für dich Raum nimmst in dir, dass du dein inneres Haus wieder bewohnst, dass du es renovierst, dass du es säuberst, dass du es dekorierst, dass du 1000 Lichter einstellst oder Lichterketten oder was dir gefällt, damit du für dich wieder erkennst, dass es am schönsten ist bei dir zu Hause. Und damit können wir beginnen, unser Eigenheim, unser physisches Heim so einzurichten, dass wir jeden Tag gerne dort sind. Für mich ist mein Zuhause meine Höhle und ich war früher nie gerne zu Hause. Ich wollte überall sein, doch nicht zu Hause, weil ich keine Wurzel haben wollte. Mittlerweile liebe ich mein Zuhause. Das ist meine Oase, das ist mein, so ob ich in eine andere Welt eintauchen würde. Und dafür bin ich unendlich dankbar, weil so viel Stress wegfällt. Und das ist die erste Übung, die du vielleicht mitnehmen magst, wenn du möchtest, dass du es dir zu Hause gemütlich machst. Dass du es so einrichtest, wie es dich mit der Zeit widerspiegelt. Dass du die Sinne mit einbaust, Düfte, Edelsteine, alles, was dein Auge beseelt, Farben, Formen, Klänge. Dass du sagst, wow, ich glaube, ich beginne eine Ahnung zu bekommen, wer ich bin und wie es in meiner inneren Welt aussieht. Denn diese, unsere Häuser, sind der Spiegel unserer inneren Welten. Alles ist ein Spiegel. Und so ist das ein Video, wo ich dich leider enttäuschen muss, wenn du auf bessere Zeiten hoffst, doch ermutigen darf, dass du die beste Zeit bist und das ist jetzt. Wir dürfen unsere Hausaufgaben machen, nicht nur darüber sprechen, sondern sie wirklich, wahrhaftig mit Freude erledigen. Es ist wie in der Schule, wenn wir die Hausaufgaben immer wieder vor uns herschieben und denken, ach, ich mache es morgen. Aber dann bekommen wir den Stress, weil wir wissen, jetzt wird die Hausaufgabe verlangt. Unsere Seele macht nichts anderes. Dann habe ich mir angeeignet, die Hausaufgaben gleich zu machen. Und dann kann ich sie mit einem schönen grünen Stift abhaken und kann die neue Hausaufgabe machen. Und darüber bin ich mit mir zufrieden, habe ich eine innere Ordnung und liebe es, bei mir zu sein. Doch wenn ich alles Müllsäcke in mir habe, die voller Aufgaben darauf warten, endlich erledigt zu werden, dann werde ich irgendwann nicht mehr beginnen, weil so viele Müllsäcke da sind, die mich irgendwie schon ängstigen oder grausen, die anzugehen. Und deshalb finde ich, alles das, was wir gleich erledigen und machen, ist einfach in die Ordnung zurückgekehrt. Und in diesem Sinne, eine schöne Weihnachtszeit. Wir sind jetzt schon in der vierten Adventwoche. Wir haben diesmal 5 Adventwochen. Ich finde es schön, da sind wir wieder bei der Vollkommenheit, sind wir wieder bei den 5 Elementen.
ein schönes neues Eintauchen in neue Jahre. Und wenn du Lust hast, das neue Jahr mit uns zu zelebrieren, dann komm am 1.1. im Hotel Mai Arbor. Wenn du Lust hast, Weihnachten mit uns zu zelebrieren, ganz besonders mit Geigenklängen, Feuershow, komm zum Grierserhof am 22.12. Melde dich bei mir, bekommst du alle weiteren Informationen. Und ansonsten glaube an dich. Sei bewusst du selbst. Dafür danke ich dir. Alles Liebe.